In diesem Video geht es um Wildflower Summer in deinen Armen von Kelly Moran. Das ist der erste Band der Wildflower-Reihe und ich fand ihn unglaublich berührend und einfühlsam. Also dieses Buch, das hat mich auch sehr viel zum Weinen gebracht, aber es hat mich auch so berührt. Es war so voller Mitgefühl und vorsichtig und ach, ich bin einfach hin und weg. Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Wildflower Summer in deinen Armen mitgebracht von Kelly Moran. Wir kennen ja Kelly Moran schon von der Redwood-Reihe und dieses Buch ist der erste Teil einer Trilogie. Die Bücher hängen auch zusammen, aber sind in sich abgeschlossen. In diesem Buch geht es um Olivia, die ihren Bruder Justin verloren hat. Er ist im Krieg gefallen und sie knappst immer noch an der Trauer und er fehlt ihr einfach sehr. Und dann taucht plötzlich Nate auf. Der sieht ziemlich bedrohlich aus. Also er ist kahlköpfig, muskelbepackt, riesengroß, tätowiert und kommt auf einem Motorrad. Aber er bringt ihr einen Brief von Justin. Er war sein bester Freund im Krieg und sein Vorgesetzter, das weiß sie aber nicht. Und er gibt sich die Schuld an Justins Tod. Aber er ist hier, um Justin seinen letzten Wunsch zu erfüllen. Er muss dem versprechen, als er neben ihm gestorben ist, dass er sich um Olivia kümmern würde. Und das will er jetzt auch tun. Muss dazu sagen, dass Nate nie ein freundliches Wort erfahren hat in seinem Leben. Also er ist im Pflegesystem groß geworden und wurde wirklich ganz, ganz schlimm behandelt und hat nie Liebe erfahren oder Zuneigung. Und Olivia ist wie ihr Bruder ein Mensch, den er nicht ablocken kann. Sie geht ihm sofort total unter die Haut. Und er ist einfach, ja, von den Socken gehauen. Also für ihn hat man das Gefühl, es ist so, als würde sich die Welt nicht mehr um die Sonne drehen, sondern um sie. Als würde ihn nicht mehr die Schwerkraft am Boden halten, sondern sie. Also. Aber er versagt sich diese Gefühle. Also er ist der Meinung nicht, es nicht wert zu sein, geliebt zu werden und von Olivia schon gleich gar nicht und redet sich ein, wenn sie erfährt, wer er ist und was da passiert ist, dass sie ihn dann nie wiedersehen wollen wird. Und er hat einem auch wirklich oft das Herz gebrochen. Er kommt mir immer wieder vor wie so ein Hundewelpe, der am Straßenrand ausgesetzt wurde und einfach nur auf jemanden wartet, der ihn auf den Arm nimmt und lieb hat. Aber gleichzeitig glaubt er eben, dass er es nicht verdient und dass niemand ihn je lieb haben können wird. Und das ist einfach, das bricht einem wirklich das Herz. Er ist so einfühlsam und so nett und einfach ein Traumtyp. Na, und trägt aber so viel Schmerz und so viel Schuldgefühle mit sich herum. Das tut wirklich weh zum Lesen. Aber er hat auch so viel zu geben. Und das sieht er selbst aber nicht. Und Olivia, die sieht den Schmerz in ihm und will ihm helfen. Ja, und Olivia versucht ihm irgendwie beizustehen und sie versucht ihm den Schmerz irgendwo zu nehmen. Und das ist halt auch nicht einfach, weil er blockt sie halt auch immer ab. Aber sie bleibt dran. Da ist sie ihrem Bruder sehr ähnlich. Und das ist auch noch so ein Punkt. Also Justin ist ja tot, wenn das Buch beginnt. Aber durch Erinnerungen und durch den Brief, den wir ganz am Schluss dann noch zu lesen bekommen, wird er irgendwo lebendig. Und man trauert auch irgendwo um ihn. Und das ist ganz seltsam. Also ich finde, Kelly Moran hat hier ein sehr einfühlsames und sehr eindringliches Buch geschaffen. Und es steckt voller Mitgefühl. Und das finde ich beeindruckend. Also, es geht wirklich um Mitgefühl, um, ja, füreinander Dasein und auch um das sich selbst erkennen und sich selbst vergeben können. Und ja, es ist einfach sehr, sehr ergreifend, sehr berührend. Deswegen gibt es von mir auch ganz klar 5 Sterne, keine Frage. Und ja, ich habe halt auch wieder geweint bei dem Buch. Es ist halt einfach sehr berührend. Aber es ist auch sehr mitreißend irgendwo.
Aber jetzt zeige ich erstmal das Buch ein bisschen noch, bevor ich das Video beende. Seht ihr das hier so ein bisschen? Also die Blumen kann man alle fühlen. Sowas liebe ich ja. Also es ist sehr schlicht gehalten, aber ich finde es wunderschön. Wie gesagt, hier die Blumen, alle fühlbar. Na, auch hier die Blume. Das könnt ihr mal lesen. Also, wie gesagt, ich finde es unheimlich berührend und sehr einfühlsam und ich möchte es euch allen ans Herz legen. Und ich hoffe, es gefällt euch auch. Das war es erstmal wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut. Tschüss!